Das Gesundheitsministerium Baden-Württemberg hat am Sonntag die 2G-Plus-Regelung noch einmal genauer präzisiert. Seit dem Wochenende gilt in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise in Museen, die 2G-Plus-Regel. Heißt, Zugang bekommen nur geimpfte oder genesene Personen, die zusätzlich einen Schnelltest gemacht haben. Ausnahme: Menschen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben, müssen keinen Test machen. Jetzt gilt diese Ausnahme auch für Geimpfte, deren zweite Impfung nicht länger als 6 Monate zurückliegt, ebenso für Genesene, deren Erkrankung nicht länger als 6 Monate her ist. Für nicht immunisierte Jugendliche gilt eine Übergangsregelung bis zum 31. Januar. Sie können über einen tagesaktuellen Schnelltest Zutritt zu 2G-Einrichtungen erhalten.